Was war denn das, bitteschön? Och, du bist doch Kacke! So, hallo und herzlich willkommen zu der weiteren Ausgabe von den WWE 2K16 Challenges. Ihr könnt mal eure Herausforderungen einfach in die Kommentare posten. Die kürzesten sind meistens die allercoolsten. Es steht aktuell 6:5 für mich nach einer kontroversen Folge in der beim letzten Mal. Was sollen wir machen? So, ne? Die aktuelle Challenge kommt vom guten Sascha. Like Sascha BB, der gute, wie heißt er hier im Chat? Sascha einfach nur, ne? Sascha H. Ihr kennt ihn alle. Oft bei Lappmalam am Start. Verfrühte Weihnachten mit Franz Zockt heißt seine Challenge und die geht wie folgt. Du Zufall, Gegner Zufall. Vorbereitung für die Challenge. Du solltest vor dir die Lyrics deiner Lieder des Weihnachtsspecial 2014 haben. Falls ihr dieses Weihnachtsspecial nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch das jetzt nochmal hier schnell angucken. Ach, wunderbar. Vielleicht für ein paar Interessanten, die noch später zugekommen sind. Zu meinem Kanal. Wenn dein Gegner Kontert oder ein Finisher ausführt, hast du höchstens 5 Sekunden Zeit, dir einen Teil eines Liedes vom Special zu merken. Anschließend singst du diesen Teil auswendig. Du hast 3 Strikes. Versingst du oder vergisst du den Text, gibt es einen Strike. Ziel, besiege deinen Gegner. Viel Glück. Ho, ho, ho. Wunderbar. Also meine eigenen Weihnachtsspecials singen. Problem ist nur, ich kann die relativ gut auswendig, weil ich die ja irgendwie gezwungenermaßen ständig höre, vor allem wenn eine Donation kommt automatisch eins dieser Lieder. Und ich habe es mir jetzt so gemacht, ich habe die Lyrics jetzt gar nicht vor mir, ja. Ich habe nur die Titel vor mir, dass ich halt immer irgendeinen Titel mir random aussuche und dann einen Teil von diesem Lied dann vortrage, so 1, 2, 3 Zeilen, wie ich Bock habe. So mache ich das jetzt einfach mal. Und ihr müsst, weiß ich nicht, überprüfen, ob ich Fehler gemacht habe. Das könnt ihr überprüfen. Ich guck mal, vielleicht sind ja ein paar Leute am Start gerade im Stream. 81 Leute bei beam.pro/franzock. Für die Leute haben übrigens auch für Challenge gewotet. Die können überprüfen, ob der Text richtig ist. Und den könnt ihr unter den Weihnachtsspecials nachprüfen. Unter den einzelnen Tracks in der Playlist könnt ihr gucken, ob der Text richtig ist. Okay? Und dann können wir nachhinein prüfen, ob ich richtig gelegen habe. Und gucken mal, mit wem ich spielen werde. Fit Finlay, damit kann ich leben, gegen Star. Oh Gott. Na, das wird nicht so einfach, würde ich mal sagen. Das wird nicht so einfach gegen Stone Cold Steve Austin. Erstmal so gegen ihn zu gewinnen. Gucken wir einfach mal, wie ich mich schlagen werde. Immer, wenn dein Gegner kontert oder ein Finisher ausführt, muss ich ein Teil eines Liedes vom Special vorsingen. So. Auf geht's. So, ein Titel vor mir, 5 Sekunden Zeit. Und dann geht's los. Okay, here we fucking go! Wie regel ich das am besten? Mit der Submission am besten. Zack, gewonnen! Kimura! Das wär's ja. Wunderbar. Keine Bedingungen auf Pinfall-Sieg, das ist ganz gut. Ich probiere doch, wie er Pinfall zu gewinnen, nachdem wir im letzten Mal ja via Dings gewonnen habe. Via, wie heißt das nochmal? Submission. Das wäre ganz gut. Immer wenn mein Gegner kontert. So. Ach, schön. Einmal bitte in die Ecke. In die Seile mache ich natürlich. Einmal Weapon. Und einmal Abfang. Oh oh. Videos von Franz Zockt, die jeder mag. Kommen für euch online jeden Tag. So, der ist der eine Teil. Wie machen wir das denn jetzt? Zack. Kommt zurück. Wunderbar. Ich brauche bloß den Titel und dann fällt mir der Text auch wieder ein. Bei Franz Zockt gibt es Let's Plays. Ja, und zwar von Wrestling Games. So. Das war Titel 2. Ihr merkt schon, so eine krasse Herausforderung ist das nicht. Außer wenn irgendwann kein Text mehr übrig bleibt. Das wäre ein bisschen doof. So, wir gehen uns wieder rein. Das wäre ganz gut. Bitteschön. Ich gehe in den Ring rein. Ich habe keine Caller-Slots mehr. Wie konnten das so schnell passieren? Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Naja. So, hier bitte. Jeden Tag aufs Neue ne Packung Wrestling Games. Ne? Als nächstes kommt einer meiner Favoriten. Auf den bin ich sehr stolz. In jeder Challenge wird gesungen. Ja, dafür kann ich ja nichts. Diana schreibt das gerade in dem Chat. Also eigentlich kann ich schon ein bisschen was dafür. Es tut mir leid, vor allem für die Leute, die meinem Gesang nicht gerne lauschen. Passiert. Ich finde, du singst zu wenig Zeilen. Steht da nicht. Da steht, du solltest vor dir den Lyrics, wenn dein Gegner kommt, oder was du für einen Teil eines Liedes vom Special zu merken. Mache ich ja. Wollt ihr noch hören? Ich kann noch mehr singen. Klar, ist kein Problem. So.
machen wir jetzt hier? Also ich immer noch nicht. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig natürlich. Jetzt zum Beispiel. 3, 2, 1. Okay. Du kommst zurück. Und jetzt hast du ein Problem. Und jetzt, mein Freund. Jetzt, mein Freund, wirst du büßen. Jetzt ist dein Ende angesagt. Einmal stompen. Und dann peilt ihn noch einmal noch hoch. Und vielleicht ein Grapple hinterher. Wie wär's damit? Tap. Sehr schön. Darf ich taunten? Ich glaube ja. Perfekt. Ah! Leg doch mal auf abonnieren. Franz Hogt. Kannst davon nur profitieren. Franz Hogt. So. Ach schön. Der Franz Hogt, der spielt Wrestling Games. Um 16 Uhr und um 18 Uhr für den Wrestling Games Let's Plays. Hey, warte mal, hat Finisher oder ein Finisher-Ausfit? Okay, wollte ich gerade sagen. So, welche war nochmal? Den habe ich gerade genommen. Gut. Jetzt hat er schon wieder einen Finisher, ne? Noch scheiße, come on. Ich habe gerade Jingle Bells Gedöns gemacht, ne? Das ist ein bisschen doof. Es heißt nicht hey, es heißt yes. Falsch. Fuck. Nein, ist das Strike. Du hast komplett recht, Sascha. Du hast komplett recht. Nein, will raus. Okay. Wir gehen nochmal rein. Komm her hier. Ich bin auch in dem Bereich, wo man auch mal schnell einen Signature Move bekommen könnte. Half and half, geht durch. Zack. Jetzt habe ich Signature Move. Was habe ich denn? Signature Move. Pff, Rolling Fireman's Carry, alles stehen vom Gegner, kann ich mit leben. Auf geht's, würde ich sagen. 3, 2, 1, Signature Move. Und ich mach mal ein Cover, why not? 1, 2. Oh, war ganz schön knapp, was? Ganz schön knapp, und dann würde ich mal sagen, haben wir direkt mal einen Finisher hinterher. Problem ist nur, Stoney hat auch einen Finisher, das gefällt mir überhaupt nicht. So, bitte nicht kontern, danke. Okay. Ich warte mal kurz wegen Stamina und so weiter. Stamina, da, er muss irgendwie in den Bereich kommen, wo ich noch direkt gut pinnen kann. Hier zum Beispiel direkt. So, hier, perfekt. Nice! Kneeling! Piledriver! Incoming! Habe ich direkt gleich noch einen Konter, aber ich glaube, er hat noch Resiliency. Wir haben ihn jetzt auf Gelb. Okay, das dauert noch ein bisschen, habe ich das Gefühl. Das kann echt noch ein bisschen dauern. Come on! Oh, fuck. Das ist natürlich doof. Ich glaube, das war sein Resiliency. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube doch, es war Resiliency. So. Was willst du von mir? Wett, lass mich in Ruhe. Ich taunt mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ah, schön. Wunderbar. Dann gucken wir jetzt mal. Ja, wie machen wir das jetzt? Kann ich ihn einfach einrollen? Das wäre ganz lustig. Come on, komm raus. Komm nicht raus, meine ich. 1, 2. Das wäre ganz gut. Steht er nochmal auf, oder wie? Ich hab immer noch einen Finisher. Das ist ein bisschen doof. Okay. Und alles nur, weil ich Tim Wiese und ich nicht weiß, wie ich es beweisen soll. Kannst davon nur profitieren. Zweiter Strike, okay? Ich hätte zwei Lieder singen müssen, habe aber nur anderthalb so innerhalb gesungen. Zweiter Strike, das ist natürlich doof. Jetzt bin ich ja wirklich schon in einem Bedrängnis. Jetzt muss ich mir erstmal Gedanken machen, weil jetzt habe ich die sieben Lieder fertig. Jetzt muss ich immer den zweiten Teil davon irgendwie singen. Oder ich singe einfach ein ganzes Lied. Wenn du keine Songs mehr hast, machst du das nochmal von vorne, bis mal mehr Zeilen. Genau, vier Zeilen mindestens. Ja, das geht auch. Guck mal, der Challenge-Geber ist da sehr gütig. So. Okay, doch ein Fest. Come on! Passt! So, jetzt bitte nicht kontern. Okay. Kein Konter, perfekt. Back Suplex. Okay, wir kommen wieder in den Bereich, wo ich einen Signature Move habe, so langsam und so fort.
Haben wir hier noch irgendwie was? Jawohl, Fireman's Carry. Rolling. Nein, doch nicht. Simone Drop. Meinetwegen. So. Ich gehe mal aufs zweite Seil. Why not? Ne? Why not? Ich hab... Was? Sieht das für dich nach dem zweiten Seil aus? Mr. Fitzhindy? Okay. Videos von Franz zockt nicht jeder mag. Kommen für euch online jeden Tag. Tutorials, Let's Plays, Neuigkeiten zu Wrestling Games. Videos von Franz zockt nicht jeder mag. Kommen für euch online jeden Tag. So. Toll, jetzt sind wir schon wieder beim Signature-Move. Wie soll ich denn das hinkriegen, Freunde? Wie soll ich denn das hinkriegen? Gott. Ich habe auch wieder Signature-Move. Okay, dein Ende ist nah, mein Freund. Ich verpiss mich erstmal ganz kurz. Ein Moment. Ich muss mal kurz. Strollern. So, einmal kurz aus dem Ring rennen. Tief durchatmen. Signature-Move. Was war denn das, bitteschön? Och, du bist doch Kacke. Bei Franz Zock gibt es Let's Plays. Ja, und zwar von Wrestling Games. Mit Angelo und Zaki und Co. Pro Sekunde 25 Frames. Bei Franz Zock gibt es Let's Plays. Ja, und zwar von Wrestling Games. Ey, der ist doch scheiße. Oder sich den Sieg, ey, so zweimal ganz knapp raus, nicht rausgekommen, das ist doch mies. Naja, schade, was will man machen? Starler! Könnte aber denke ich auch, ey, das ist doch scheiße, das ist doch mies. Na gut, Freunde, das war's dann wohl mit dieser wunderbaren Episode. Ich habe mir die höchste Mühe gegeben, die beste Mühe gegeben. Aber Stoney, zu krass. King out King heute mal nicht angesagt. Darf ich mal machen, ne? Guckt das an. Aber habt ihr gesehen auch, warum das passiert ist? Weil Finlay das nicht hinbekommen hat, einen Signature Move anzusetzen. Der hat einfach wieder vorbeigegriffen. Kann man das nochmal sich angucken vielleicht? Das war nicht. Da, passt auf. Ich führe Signature Move aus. Er greift wieder daneben, obwohl er in Reichweite steht. Und er setzt halt direkt den Stunner an. So Classic 2K16. Naja, wunderbar. Das war's also mit dieser wunderbaren Challenge. Franz, die einfachsten verkackst du immer, aber die schweren nicht. Tja, so ist das manchmal, ne? Der Umfang war cool. Wir sehen uns am Samstag wieder bei der weiteren Challenge. Haut rein und ciao.